Heute über heimische Eulen was erzählen, aber im Vorspann ein bisschen über die besonderen Anpassungen dieser faszinierenden Vogelgruppe bringen, damit wir uns einleben können, sozusagen einfühlen können in die ganz besonderen ökologischen Nischen, die diese Tiere ausfüllen. Die Eulen sind ja eine sehr alte Gruppe. Sie haben sich irgendwann vor 60 oder 65 Millionen Jahren von den primitivsten Greifvögeln abgespaltet. Sie gelten als einheitliche Gruppe, also es gibt keine Parallelentwicklungen, sondern alle Eulen gehen auf einen Stammbaum zurück. Man nennt sowas monophyletisch. Wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass der Großteil der Eulen nachtaktiv sind. Das heißt, es sind Beutegreifer, die auch bei Dunkelheit noch zielsicher eine Maus oder sonst was fangen müssen. Und dafür haben sie eine unglaubliche Vielzahl hochspezialisierter Anpassungen entwickelt. Deshalb eben eine Gruppe, die sich immer gleich erkennen lässt, zum Beispiel an dem Gesicht, fast puppenförmigen Gesicht mit vorgerichteten Augen und möglichst großen Augen. Denn große Augen sichern einen besonders guten Lichteinfall. Auch bei schlechter Beleuchtung kann so ein Eulenauge immer noch was sehen. In dieser Grafik sind die Kurven übereinander gelegt. Links Nacht. Wolfgang, man sieht den Bildschirm noch nicht. Was sieht man nicht? Den Bildschirm, man sieht keine Präsentation. Was? Wir haben dich jetzt bisher gesehen. Ich dachte, das wäre deine Vorrede. Aber einfach wie jetzt gerade eben nochmal einfach nur den Bildschirm freigeben und die entsprechende. Die Präsentation ist nicht drauf. Nein, du bist drauf. Habe aber alles brav gemacht. Ja. Teilen. Wo ist denn jetzt das Zeugs? Jetzt, genau, jetzt musst du den richtigen Bildschirm auswählen zum Teilen. Ja, genau, wunderbar. Du siehst ihn jetzt schon? Ja, jetzt sehen wir den Kauz und halt, jetzt bist wieder du da. Was muss ich jetzt machen? Glaube, Auf du musst ganzes. einfach nur noch mal teilen, wie jetzt gerade eben. Wo sind die Eulen? Na, warum ist das so dumm? Ich habe Na, mir dann einfach eingeblendet. unten auf der Präsentation. Genau. Und da Jetzt? jetzt auch den Präsentationsmodus starten, würde ich sagen. Bitte? Dann einfach die Präsentation starten. Ja, aber du hast ja gesehen, dann ist sie wieder weg. Versuch's bitte nochmal. Wenn ich jetzt auf ganzes Bild Ja. gehe. Ja, wunderbar. Perfekt. Das haben wir. Jetzt ist er. Jetzt ist da. Also, sehr komisch. Also, ich muss mich entschuldigen, bin da noch nicht sehr geübt. Aber wir haben hier ein Beispiel, einen Waldkauz, eine wunderbare Aufnahme, wo man gleich einmal diesen großen, runden Kopf sieht, das vorgerichtete Gesicht, große Augen, insgesamt weiche, große Schwingen, die einen langsamen und weichen Flug ermöglichen. Und wie gesagt, die großen Augen habe ich erwähnt, die sind wichtig, um einen möglichst massiven Lichteinfall auch bei Dunkelheit zu gewährleisten. Und das ist die Kurve, die ich zeigen wollte. Wir haben hier zweigeteilt, links während der Dunkelheit, rechts während des Tages. Und man sieht oben die Falken. Sie, die sehen bei Tageslicht natürlich um vieles besser als ein Mensch oder eine Eule, aber die Eulen sehen tagsüber fast so gut wie ein Mensch. In der Nacht ist es ganz anders, da sehen die Eulen so viel wie eine Katze und ungefähr 2,7 Mal heller als ein Mensch. Das heißt, wenn wir mit Mühe in der Dämmerung noch etwas erkennen, dann kann die Eule immer noch ein helles Bild erkennen.
Entscheidend ist, dass das Eulenauge, das ja lauter Stäbchenzellen in der Retina hat, sich ganz auf Hell-Dunkel-Kontraste konzentriert. Das heißt, dem Eulenauge ist es nicht so wichtig, dass es besondere Sehschärfe hat, sondern es ist wichtiger, dass das Restlicht bestmöglich ausgenutzt wird und dann eben ein Bild, ein helles Bild im Auge ist, auf Kosten der Sehschärfe. Also ganz anders wie beim Falke, der aus hoher Luft scharf sehen kann, die Eule muss gar nicht scharf sehen, denn sie kann ja auch zusammen mit dem Gehör Beute machen. Diese Anpassungen sind hochinteressant, weil die vorgerichteten Augen sehr groß sind. Sie füllen ein wesentliches des Schädels, also fast 50% des Schädels sind Augäpfel. Die sind zylindrisch nach vorgerichtet und hier an dem Skelett kann man erkennen, dass dieses Auge mit einem knöchernen Ring, dem sogenannten Sklerotikalring, geschützt ist. Damit ist das Auge zwar, steht ja aus dem Kopf heraus, geschützt, aber gleichzeitig ist es starr verankert. Das ist ein Problem bei den Eulen. Sie schauen nach vorne, sie können auf der Seite nicht sehen, sie können im Hinterkopf nicht sehen. Weil das Auge natürlich extrem wichtig ist, für die Eulen ist es auch besonders geschützt. Die Eulen haben nicht nur ein Lid, um das zuzumachen, sondern sie haben auch drunter noch eine Nickhaut. Also wir haben ein unteres Lid, ein oberes Lid und dazwischen eine Nickhaut. Damit kann die Eule immer wieder den Augapfel befeuchten. Und bei Beutefang etc., wo es für das Auge gefährlich werden kann, werden die Augen fest geschlossen. Man muss sich vorstellen, ein Uhu fängt einen Igel, knallt mit dem Kopf heran drauf und könnte sich ja da ganz massiv verletzen. Hier oben haben wir so eine Zeichnung, wo man sieht, dass diese vorgerichteten Augen ein 3D, also eine dreidimensionale Sicht ermöglichen, weil ja hier das Sehfeld beider Augen überlappt, ungefähr mit 50%. Aber die Eule kann eben nicht auf der Seite sehen und schon gar nicht nach hinten sehen, wegen der starren Verankerung. Das muss die Eule kompensieren, indem sie den Kopf weit herumdrehen kann. Diese junge Sperbeule, die schaut ja über den Rücken nach hinten. Das heißt, sie kann nach links und nach rechts jeweils mindestens 270 Grad den Kopf verdrehen. Jeweils 135 Grad den Kopf verdrehen. Das ist in der Summe also wenigstens 270 Grad. Die Sicht ist das eine, aber wenn es wirklich finster ist, kann auch ein Eulenauge nichts mehr sehen. Trotzdem können die Eulen auch bei völliger Dunkelheit noch Beutefang gehen. Das gelingt ihnen mit Hilfe eines sehr komplexen Hörapparats. Man muss sich vorstellen, bei diesen Bartcards, es ist alles Federn. Und diese riesige Scheibe, der Gesichtsschleier, das ist alles Federn. Der Schädel hat ungefähr dieses Ausmaß. Also vom Lid, pardon. Zwischen den Augen, hier das Gehirn, so groß ist ungefähr der Schädel eines Bartcards. Alles andere sind Federn. Und zwar ist es wichtig, denn dieser parabolförmige Schleier, der kann den Schall gezielt zur Gehöröffnung lenken. Diese feinen Federchen hier, die filtern, die können Störgeräusche wegfiltern, sodass zum Beispiel nur das Mäuserascheln durchgeht und der äußere Schleier, das ist ein steifer Federnkranz, der kann, wie gesagt, den Schall zum Gehör lenken. Damit nicht genug, haben die Eulen etwas ganz Verrücktes entwickelt, wie beispielsweise hier am Skelett eines Raufußkauz-Schädels zu zeigen. Und zwar haben die spezialisierten Eulen, die besonders bei Dunkelheit Beute machen, einen asymmetrischen Aufbau des Schädels. Wir sehen hier, die rechte Ohröffnung ist hoch, die linke Ohröffnung ist tief. Damit erreicht der Kauz, dass die Distanz zwischen dem rechten und dem linken Ohr größer ist, als wenn sie beide horizontal auf der gleichen Ebene wären.
Das ist, sind zwar nur wenige Millimeter, aber diese verlängerte Distanz ermöglicht den Kreuzen, dass sie links, rechts ankommenden Schall unterscheiden können, auf Zehntelsekunden genau, und damit exakt die Richtung wissen, woher der Schall kommt, beispielsweise eben ein Piepsen von einer Spitzmaus oder ein Mäuserascheln im Laub. Ein Raufußkauz kann bei völliger Dunkelheit, wie man das auch experimentell nachweist, Beute fangen allein aufgrund des Gehörs. Es gibt dann noch andere Strukturen. Bei der Waldaueule sind es verschiedene häutige Falten, die diesen Effekt ermöglichen. Bei der Schleiereule sind es auch fleischige Wülste, die den Schall einmal von oben und einmal von unten ins Ohr dringen lassen. Ganz wichtig ist weiter, dass die Eulen einen weichen und möglichst lautlosen Flug haben. Dieser geräuschlose Flug ist wichtig, damit die Eule beim Flug nicht das Beutegeräusch überdeckt. Das heißt, man sieht ja hier bei der Waldereule riesige, breite Schwingen, ein ganz leichter Körper, damit kann sie leicht, weich und langsam anfliegen, ohne ein Geräusch zu machen und sich ganz auf das Geräusch der Beute konzentrieren. Diese geräuschdämmende Wirkung kommt von der Oberfläche des Eulenflügels, der wie ein feiner Pelz gestaltet ist. Jede Feder hat kleine Ästchen, sodass wie ein Pelz da oben wegsteht, und damit wird jeder sausende Fluggeräusch vermieden. Ganz besonders wichtig ist diese Zähnelung hier. Hier am Beispiel einer Weißgesicht-Ohreule. An der Außenkante ist die äußerste Feder gezähnelt und damit kann sie den vorbeirauschenden Luftstrom teilen und damit wird das Geräusch gedämpft. Am Beispiel der Schleiereule sieht man das. Hier wäre die äußerste Schwinge von einer Schleiereule vergrößert, sieht man hier diese feinen Zacken, und noch einmal vergrößert sieht man, dass das wie ein Kamm da ist. Bei einem anderen Kauz, bei einem Davidskauz oder Habichtskauz, sind viele Schwungfedern mit diesem Kamm ausgestattet. Das ist eine besondere Leistung, die es eigentlich nur bei den Eulen gibt und speziell bei den dunkelaktiven Eulen, rein dunkelaktiven Eulen. Was anders kommt zur Dunkelaktivität natürlich dazu, dass die Eulen sich vorwiegend akustisch unterhalten. Das heißt, die Kommunikation ist ganz auf die Stimme konzentriert. Und hier kann man zum Beispiel erkennen, dass das nicht nur artspezifisch ist, zum Teil sogar die Unterarten unterschiedlich singen können. Das wäre hier ein Beispiel von Steinkreuzen aus Europa, aus Israel und aus Marokko. Hier dazu die Fotos rechts. Das ist ein Sonogramm. So ungefähr ruft der heimische Steinkreuz weich und ein wunderschönes Glissando. Das ist artspezifisch. Das haben wir hier. Artspezifisch heißt, die Stimmen sind angeboren, die Eulen lernen nichts dazu. Das braucht es jetzt, ermöglicht es jetzt, die Stimmen für systematische Unterscheidungen heranzuziehen. Wenn zum Beispiel ein Habichtskauz, wie hier im Bild, so singt, und der chinesische Davidskauz, dann kann man sagen, sie sind nicht nur körperlich sehr ähnlich, sondern auch im Strophenaufbau, im Tempo und so weiter sehr stark übereinstimmen. Man kann also mit den Stimmen heute sehr gut operieren. Im Finstern ist es schwer zu kommunizieren, optisch, aber die Eulen haben Schwarz-Weiß-Signale entwickelt, um im Nahfeld auch dem Artgenossen was mitteilen zu können. Zum Beispiel der Uhu, wenn er singt, hier ein Europäer, hier ein Amerikaner, dann bläht er diese schöne weiße Kehle auf und eine andere Eule, ein anderer Artgenosse kann sagen, okay, ich höre den singen und ich sehe gleichzeitig, wie er singt. Das ist also sehr imponierend. Das kann man fast bei allen Eulen beobachten. Das wäre hier schematisch so ein Uhu, der den weißen Fleck macht. Dann hier ein
ein Dschungelkauz aus Asien, der beim Singen auch eine weiße Kehle macht. Bei der Sperberl ist es umgekehrt, die hat von vornherein ein weißes Gesicht, also zeigt sie beim Singen einen schwarzen Fleck. Also optisch ein Signal, ich singe. Zum Beutefang braucht es natürlich auch einen besonderen Griff, Zugriff, damit die Beute nicht entkommt. Hier am Beispiel einer Fischeule sieht man, zwei Zehen nach vorne, zwei Zehen nach hinten. Das ist ein Zangengriff. Man nennt sowas Zygodaktyl. Also wie eine Zange kann der Eulenfuß zupacken. Um das zu ermöglichen, gibt es eine sogenannte Wendezehe. Das wäre hier der Fuß einer Schneeeule. Da sind zwei Zehen vorn und beim Beutefang kann sie diese Zehe zurückdrehen und zuschlagen. Am Skelett dieses Sperlingskauzes, der ist ja winzig klein, sieht man, wie wichtig oder wie maßgeblich diese langen Beine sind. Denn ein Sperlingskauz ist ein Vogeljäger, der kann die Beine blitzschnell fortstrecken und eine Meise, ein Goldhähnchen, ein Zaunkönig etc. zielsicher erbeuten. Nun, bei den Eulen ist nun charakteristisch, dass sie möglichst große Stücke hinunterschlingen. Ein Uhu kann eine Ratte, eine mittelgroße Ratte, ohne weiteres ganz verschlingen. Selbst der junge Uhu, da der Nestling, kann schon eine ganze Maus hinunterschlingen. Ein Problem ist beim Uhu, dass der oft sehr ungewöhnliche Beute fängt, beispielsweise Igel. Im Sommer, wenn die rascheln im Mischwald, am Laub, dann fängt der Uhu ganz gezielt die Igel. Kein Mensch weiß, wie er das technisch macht, ohne sich zu verletzen. Aber man sieht an dem Gewölle, das er nachher ausspuckt, dass er das Fleisch, die fleischigen Anteile wunderbar verdauen kann und dann ein ganzes Paket Igelstacheln auswirkt. Das nennt man ein Gewölle. Hier kann in dem Bild ist festgehalten mit Blitzlicht, wie der Uhu gerade so eine Kugel ausspuckt. Das ist ein Gewölle. Das ist für die Faunisten ein sehr guter Ansatz, denn man kann bei Aufsammlung von Gewölben die zerlegen und an den Skelettteilen, die da drinnen noch enthalten sind, Rückschlüsse ziehen, nicht nur was der Uhu frisst, sondern auch was in der Landschaft an Säugetieren, Vögeln etc. vorkommt. Das Gewölle bildet sich im Magen und bei dieser jungen Sperbereule sieht man, dass sie ewig lang, die singt jetzt nicht oder die macht da keine Musik, sondern sie würgt, um irgendwie dieses Material, dieses unverdauliche Material im Magen zurechtzurücken, damit sie das dann auswirken kann. Die Eulen können so ziemlich alles verwerten, was sie an Beute kriegen. Wir haben hier ein Beispiel aus Thüringen vom Uhu, links die Säugetiere, rechts die Vögel und man kann hier gestaffelt nach Größen sehen, dass zum Beispiel in Thüringen Ratten und Igel, also Wühlmäuse, Igel, Ratten eine ganz große Rolle spielen, bei den Vögeln Tauben, Krähen und andere Eulen zum Beispiel. Aber ein Uhu hat kein Problem, auch einmal einen Bussard zu schlagen, etc. Hier haben wir so einen Felsabsatz, wo ich die Igelbälge fotografiert habe, die der Uhu da zusammentragt. Das ist eine Art Rupfkanzel, meistens gegenüber dem Brutplatz. Landet der Uhu mit seiner Beute, legt sie ab, dreht die Igel um, schält sie innen aus und lasst dann den Stachelpanzer hier liegen. Steinkreuze, Waldkreuze sind aber auch mit kleinster Beute oft zufrieden. Beispielsweise können Regenwürmer eine sehr große Rolle spielen. Bei den Zwergeulen sind es Heuschrecken, Nachtschmetterlinge etc. Hier ist ein Blick in so ein Uhu-Nest. Wir sehen hier drei Uhu-Junge im Dunenkleid. Und können hier erkennen einen Igel, eine Ratte, einen Hasen und noch einmal einen Igel. Hier Federn von und Fasan, also eine bunte Mischung. Uhus sind bequeme Jäger, sie nehmen das, was man am leichtesten kriegt
und häufig sind es eben die Ratten an der Müllkippe oder am Misthaufen. Das Beuteangebot wechselt sehr stark, nicht nur innerhalb des Jahres, sondern auch witterungsbedingt von einem Tag zum anderen. Drum legen die meisten Eulen Beutevorräte an. Das ist zum Beispiel aus einem Nistkasten von einem Waldkauz. Da habe ich eine frisch gefangene Forelle gefunden. Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass diese Eule einen lebenden Fisch aus dem Fließwasser fangen kann. Daneben sind Amselfedern. Unten in diesem Bild sehen wir Beutedepots von einem Sperlingskauz. Dieser Winzling hat ja Probleme im Winter, wenn es einmal eine Woche lang schneit, dass er genug zu fressen kriegt. Und deshalb stopft er schon im Herbst in irgendwelche Nistkästen oder in Spechthöhlen so viel hinein, wie nur geht. In dem Fall habe ich Spitzmäuse, einen Gimpel, ein Goldhähnchen, einen Baumläufer, hier diverse Wühlmäuse, Schermäuse gefunden. Das Maximum, was ich aus einer Höhle geholt habe, waren 32 Tannenmeisen, die dann dicht aufeinander gepackt sind. Damit kann der Sperlingskauz harte Zeiten im Winter durchstehen. Die Beute spielt aber nicht nur zur Ernährung eine große Rolle, sondern auch zur Werbung. Denn ein Kauzmännchen, in dem Fall ein Waldkauzmännchen, das regelmäßig und viel Beute heranträgt, signalisiert seinem Weibchen erstens, ich bin fit im Beutefang, und das Weibchen kann ablesen, wie gut die Beutesituation aktuell ist und kann damit daran zum Beispiel die Zahl der Eier im Gelege festmachen. Das heißt, je besser das Weibchen versorgt, je öfter es anfliegt, desto größer wird das Gelege des Weibchens sein. Das Beuteangebot schwankt ganz erheblich. Ich habe ja mal für ein Kinderbuch so eine Zeichnung gemacht, um zu zeigen, wie zum Beispiel in Skandinavien ein 3- bis 4-jähriger Zyklus abläuft. Es gibt Jahre, wo die Mäuse Mangelware sind. Viele Eulen brüten dann erst gar nicht, weil es sich nicht lohnt und sie vielleicht auch ihre Jungen gar nicht aufziehen können. Dann kommt ein Jahr, wo die Mäusedichte ansteigt, die Eulen können das erkennen, legen gut ein mittelgroßes Gelege und können diese Jungen wunderbar aufziehen, weil ja zum Sommer hin die Mäusezahl zunimmt. Dann plötzlich kommt eine Massenvermehrung im dritten Jahr. Die Eulen leben im Schlaraffenland, bringen so viel Eier wie nur geht, ziehen so viele Junge auf wie nur geht, aber dann bricht schlagartig diese Mäusepopulation wieder zusammen und wir haben wieder so ein Mangeljahr und der Überschuss an Eulen muss abwandern, wenn nicht ein strenger Winter kommt und viele Eulen sterben. In der Regel werden sie aber gezwungen abzuwandern. Das können dann Invasionen sein, wo auch bei uns massenhaft Raufußkreuze, Sperbereulen, Schneeeulen etc. auf einmal in Deutschland auftauchen. Das geht dann immer so weiter und das ist die unglaubliche Leistung der Eulen, dass sie einigermaßen vorausschauen müssen, wie viele Eier soll ich legen, wie wird das Jahr? Sie müssen das erkennen, weil sonst wäre ja alles eine Energieverschwendung. Es gibt nun Eulenarten, die genau auf solche Massenjahre warten oder auch angewiesen sind, wie beispielsweise die Schneeeule, die streicht tausende Kilometer durch die ganze nördliche Halbkugel von Alaska bis Sibirien, um auf der Suche nach einem Gebiet, wo es besonders viele Lemminge gibt. Und wenn es sich sowas finden, dann legen sie so viele Eier wie möglich und das ist ein aufregendes Bild, weil man sieht, dass sie hier zum Beispiel in Kanada noch zur Zeit, wo noch viel Schnee liegt, bereits diese Mulde ausgeformt haben. Zum Teil können sie das mit dem Schnabel graben, aber im Wesentlichen durch die Körperwärme haben sie hier eine Mulde geschmolzen und eine maximale Eizahl gelegt.
So etwas nennt man eine R-Strategie, das heißt in guten Jahren große Gelege, in schlechten Jahren gar keine Gelege. Damit haben Sie eine optimale Ausnutzung des Beuteangebots. Alle Eulen legen weiße Eier. Das muss man deshalb betonen, weil es ja Nester, Eulen gibt, die auf dem Erdboden brüten, wo eine Tarnfarbe nützlich wäre. Aber man nimmt an, dass sie alle von Höhlenbrütern abstammen und deshalb eben beibehalten haben, dass sie weiße Eier legen. Hier wäre ein Ei zusammen mit einem 2 Tage alten Steinkauz. Da sieht man, wie schnell der an Körpermasse zunimmt. Hier ein tolles Bild von einem Gelege und Jungen von Schleiereulen. Denn man muss sich vorstellen, wenn die Eulen jeden 2. Tag ein Ei legen und vom ersten Ei an brüten, dann schlüpfen auch die Jungen in 2 Tage Intervall mit dem Effekt, dass sie ganz verschieden groß sind. Es kann also zwischen dem größten Jungen und dem kleinsten Jungen können 2 bis 3 Wochen Altersunterschied sein. Hier habe ich gezeigt, ein Ei von einer Schneeeule herausgegriffen, das gerade dabei ist zu schlüpfen. Die Eulen haben ja einen, wie alle anderen Vögel auch, einen sogenannten Eizahn am Schnabel. Das ist hier oben ein kleiner Höcker. Mit dem können sie eine Reihe von Löchern in die Eischale becken von innen. Dann stemmen sie mit den Beinen und dem Kopf sich nach hinten und nach vorne und brechen das Ei, die Eischale in 2 Teile. Sie schlüpfen dann, sind zunächst noch ganz nass und müssen dann gehudert werden. Wie gesagt, wenn Eulen vom ersten Ei an brüten, wie beispielsweise auch hier bei der Sperbereule, dann sieht man, dass ein enormer Altersunterschied ist. Das wäre das älteste Junge und das wäre hier das jüngste Junge. Da kann schon einmal 3 Wochen Altersunterschied sein. Das hat natürlich einen Effekt, dass es hier eine ganz massive Futterkonkurrenz gibt in so einem Nest. Denn wenn die Eltern jetzt mit Beute kommen, dann wird der Älteste die besten Chancen haben, die Beute zu kriegen. Ist viel Beute da, kein Problem, dann kriegt jeder was. Ist wenig Beute da, dann werden die kleinsten Jungen an die großen Geschwister verfüttert. Das klingt brutal, ist es auch, aber das ist ein Regulationsmechanismus, wenn die Bruten größer sind, als es das Beuteangebot erlaubt. Hier oben bei den Bartkatzen sehen wir auch 1, 2, 3. Die sind hintereinander, also das ist der älteste, der mittlere und der kleinste. Das ist in einer Voliere aufgenommen und die sind dann eben auch im 2 Tage Abstand alt. Ganz anders beim Sperlingskauz. Der hat ein anderes System. Nachdem der in engen Spechthöhlen brütet, kann er auch die Eier allein lassen. Und der brütet dann erst vom letzten Ei weg mit dem Effekt, dass die Jungen gleichzeitig schlüpfen und alle gleich groß sind. Dann ist die Konkurrenz nicht so gravierend, dass ein Junge es dem anderen alles wegfrisst. Nun, das war so eine kurze Einleitung, damit wir uns vorstellen können, was die Lebensform Eule ausmacht. Es gibt weltweit sehr viele Arten, wie gesagt, alle von einem Stammbaum. In Europa, habe ich unterstrichen, sind es 13 Arten, aber der Weltbestand sind heute geschätzt wenigstens 270 Arten. Ich habe hier gezeigt, wie bei den Fachbüchern die Artenzahl rasant zunimmt. 1999 bei dem berühmten Buch Die Vögel der Welt hat man 205 Eulenarten aufgelistet. Aber schon 2006 kommt Weick auf 230, Mikula in seinem Buch 2012 auf 250 und der Genetiker Wink von der Uni Heidelberg sagt heute, es sind mindestens 270 Arten. Das liegt nicht daran, dass man dauernd neue Arten findet, sondern daran, dass die Genetik immer mehr Arten aufspalten kann. Das heißt, Eulen, die sehr ähnlich ausschauen, können per Genetik festgestellt werden als eigenständige Arten. Und darum ändert sich die Artenzahl dauernd. Nun, in Europa sind wir recht gut,
ausgestattet. Wir haben hier immerhin 13 Eulenarten, 10 davon, 9, Klammer 10, haben wir davon in Bayern. Der kleinste wäre hier der Sperlingskarls, nur 70 bis 80 Gramm schwer. Und der größte ist der Uhu, weltweit die größte Eulenart. Die kann bis zu 3 Kilo schwer werden. Nur im Borealwald zu Hause, also nicht bei uns, ist der Bartkarz, die Schneeeule in der arktischen Tundra, die Sperbereule auch im nördlichsten Borealwald und der Habichtskarz ist bei uns ausgestorben, aber über ein Wiederansiedlungsprogramm wenigstens im Bayerischen Wald heute wieder heimisch. Damit haben wir also 10 Arten in Bayern. Und die will ich jetzt kurz vorstellen. Wir haben also hier eine enorme Spanne. Das ist ungefähr maßstabsgerecht. Der winzige Sperlingskarz, nicht größer als eine Amsel, und der wuchtige Uhu, 70 cm hoch und der 17 cm. Also muss ich vorstellen, beides sind Eulen und beide leben natürlich sehr verschieden. Und entsprechend haben sich diese 10 Eulenarten oder 13 Eulenarten bei uns die Landschaft sehr unterschiedlich aufgeteilt. Es gibt also Arten, die in der Offenlandschaft zu Hause sind, wie zum Beispiel die Sumpfereule, Schleiereule, der Steinkarz, der Uhu, der kann überall sein. Ups, pardon. Der Uhu, der kann im Offenland sein, sogar im Wald und im Gebirge. Der ist also ein Ubiquist, wie man sagt, der kann überall leben. Aber die anderen sind relativ eng spezialisiert. Bei den Waldbiotopen haben wir natürlich den Rafuskarz, den Sperlingskarz, den Habichtskarz, den Waldkarz. Das sind alles Arten, die bei uns vorkommen, großteils auch im Bergwald, Berchtesgaden oder sonst wo. Der größte Spezialist ist die Zwergereule. Das sehen wir schon. Die kommt nur in der Parklandschaft vor, meistens am Ortsrand. Die kommt ja ursprünglich aus dem Mittelmeerraum zu uns und ist eben nur in besonders klimatisch günstigen Bereichen. Den Eulen ist es in Summe egal, ob das natürliche Lebensräume sind oder von Menschen gemachte Lebensräume. Wenn es Beute gibt, Sicherheit gibt und Versteck- und Brutmöglichkeiten, dann können sie das alles nutzen. Und nun will ich die 10 Arten, die für uns typisch sind, in einem stichpunktartig über Steckbrief kurz vorstellen. Wir fangen an mit den Waldbewohnern und dazu zeige ich den kleinsten, diesen herzigen Sperlingskarz. Der war lange Zeit wenig bearbeitet. Wie ich meine Doktorarbeit über diesen Karz gemacht habe, hat mir mein Doktorvater dringend abgeraten, diese Eule zu bearbeiten, denn in ganz Österreich gäbe es nur 2 Individuen. Das ist natürlich eine völlige Unterschätzung, denn allein im Nationalpark Bayerischer Wald habe ich 50 Reviere damals festgestellt. Also die Art, die war einfach wenig bekannt und weil sie schon im Winter balzt, eben auch vielfach übersehen. Ein Vogel, der typisch ist für den Nadelwald, vor allem in der hochmontanen und subalpinen Zone, also im Bergwald oben, winzig klein, 60 bis 80 Gramm schwer, 17 cm lang. Das wäre hier so ein idealer Wald, ein Nadelwald mit Lichtungen. Hier kann man Spechthöhlen nutzen zur Brut, hier kann man sich in dichteren Bäumen verstecken und auf der Lichtung Mäuse fangen. Vom LFU gibt es die aktuelle Karte, die ich hier eingeblendet habe. Wir sehen schon, es sind nicht 2 Sperlingskarze, sondern es sind bis zu 2000 Paare geschätzt in Bayern. Diese Zahlen sind natürlich immer nur sehr grobe Annäherungen. Man sieht ja schon, da sind ja
150% Unterschied zwischen 1000 und 2000 ist ja eine Riesenspanne. Das liegt daran, dass man erstens nur grob schätzt und zum Zweiten, dass das Beuteangebot, wie gesagt, stark schwanken kann und dann natürlich auch der Eulenbestand schwanken kann. Wenn ich jetzt wieder den Nationalpark Bayerischer Wald herausnehme, das ist dieses Hektar, weil ich hier ja immerhin über 30 Jahre gearbeitet habe, da konnte der Bestand innerhalb von zwei, drei Jahren von 50 Paaren auf 5 Individuen hinuntersinken, weil es gerade eben keine Mäuse gibt. Und dann werden die, wenn die Mäuse wieder zunehmen, wird das Gebiet ganz schnell wieder besiedelt. Das heißt, wir haben enorme Schwankungen und entsprechend sind diese Bestandszahlen nur sehr grobe Annäherungen. Natürlich haben wir den Kauz im gesamten Alpenraum, aber überraschend ist, dass der Winzling zunehmend auch in die tieferen Lagen geht, beispielsweise Nürnberger Reichswald, Steigerwald. Da gibt es heute Sperlingskreuze sogar in Brandenburg. Das ist eine neue Entwicklung und sie ist nicht ganz leicht zu interpretieren. Dieser kleine Kauz, der frisst bevorzugt Kleinsäuger, aber seine Spezialität sind eben, wie gesagt, die langen Beine, mit denen er Vögel fängt. Wenn Schnee liegt und er keine Mäuse kriegt, dann macht er sich auf die Kleinvögel los. Der Kauz kann durchaus auch bei Tag aktiv sein. Das ist auch eine Besonderheit. Und weil er eben so ganz anders lebt wie die anderen Eulen, hat er auf vieles verzichtet. Zum Beispiel hat er nicht diesen Federkamm, um lautlos zu fliegen. Er fliegt also geräuschvoll. Und er hat nicht diesen tollen Schleierkranz, weil er auch nicht per Gehör Mäuse fängt. Er kann ja am Tag sehr gut sehen und fängt, wie gesagt, Vögel und Mäuse. Die Balz ist sehr eintönig, ein gimpelartiger Gesang. Ja, geht Gott nicht. Aber eine Tonleiter, sehr grell und schrill, an der kann man ihn im Herbst erkennen. Es gibt Möglichkeiten, den Kauz auch indirekt im Gelände nachzuweisen, beispielsweise durch die Kleinvogelreaktion. Weil der Kauz Kleinvögel fängt und das tagsüber, kennen ihn natürlich die Singvögel. Und wenn irgendwo der Kauz auftaucht oder auch nur singt, dann machen sie alle einen riesen Alarm, ein großes Gezeter. Das nennt man dann die Kleinvogelreaktion. Dann kann man zumindest rückschließen, dass dieser Kauz in der Landschaft bekannt ist. Dieser Winzling ist in der Regel monogam, denn das Männchen muss ja hier die Jungen mit aufziehen. Sie brüten in Spechthöhlen, meistens bei uns vom Buntspecht oder Dreizehnspecht. Wie gesagt, die Jungen schlüpfen dann gleichzeitig und damit sind sie alle ungefähr gleich groß. Was eine Besonderheit ist bei dieser Eule, dass das Weibchen allen Mist beim Loch hinauswirft. Das sogenannte Auswurf, ob das jetzt die Eierschalen sind oder geruppte Mäuse, Skelettteile, Vogelschnäbel oder die Gewölle und der Kot der Jungen. Das ist deshalb wichtig, weil der Kauz muss sicherstellen, dass die Höhle immer tief genug ist, damit beispielsweise ein Baumarder die Jungen nicht erreichen kann. Der Raufußkauz ist ein ganz das Gegenteil vom Sperlingskauz. Er ist nämlich rein nachtaktiv. Haben wir vorhin gesagt, der Sperlingskauz braucht den Schleier nicht und er braucht die Flügelkante nicht. So ist das beim Raufußkauz extrem ausgeprägt. Ein wunderbaren Schleier, der eben das Gehör verstärkt, der Flügel mit einer gefransten Kante, große runde Flügel, um einen langsamen, weichen und völlig lautlosen Flug zu sichern. Der Vogel ist ein bisschen größer als ein Sperlingskauz, fast doppelt so schwer. Auch er brütet im boreal getönten Bergwald, aber er braucht dringend die großen Höhlen, die der Schwarzspecht zimmert. Und der Schwarzspecht, der geht ja gerne bei uns in Buche, Kiefer, Eiche, auch Vogelbeere, Esche,
seltener in Fichte und daher geht auch der Raufußkarz gerne in Mischwälder, wo er diese Höhlen findet. Der Gesang des Raufußkarz ist auch monoton, aber eine schöne, weiche, kurze Strophe. Ah, heute geht einmal gar nichts. Macht nichts. Na, ist egal. Vielleicht wird es besser. Singt jedenfalls anhaltend, aber nur im Umfeld der Höhle. Während ein Sperlingskarz, dieser Winzling, Reviere von bis zu 2 Quadratkilometer im Wald abgrenzt gegen Rivalen, grenzt der Raufußkarz nur das unmittelbare Umfeld um die Höhle ab und sonst stört er sich an Artgenossen nicht. Er hat damit keine wirklichen Reviere, sondern eben nur Brothöhlenbestände. Wenn wir hier die Karte anschauen, ist es sehr ähnlich. Dadurch, dass er ja ein Nadelwald- und Mischwaldbewohner ist, wir haben ihn wieder im Alpenraum, wir haben ihn wieder Bayerischer Wald und Oberpfälzerwald und Fichtelgebirge da hinauf, aber auch, wie gesagt, in den großen Wäldern der tieferen Lagen, vor allem dort, wo Eiche, Kiefer, Schwarzspecht Biotope bietet, wie im Reichswald. Und da kann der Kauz in diesen Höhlen brüten. Diese Eule ist zur Gänze angewiesen auf ein bestimmtes Höhlenangebot. Deshalb gibt es heute viele Versuche, den Raufußkauz mit Nistkästen anzusiedeln, da wo der Schwarzspecht nicht ausreichend in der Dichte vorkommt. Was interessant ist, dass dieser Kauz ein ganz extrem kompliziertes Paarungsverhalten hat. Normalerweise in so einem durchschnittlichen Jahr hat er eine monogame Paarbindung. Das heißt, Männchen und Weibchen ziehen gemeinsam Junge auf. Wenn es aber viele Mäuse gibt, dann versucht das Weibchen ein Maximum an Eiern zu legen. Das heißt, das Weibchen lässt die Jungen in der Höhle zurück. Das Männchen soll sie allein weiter aufziehen. Das Weibchen fliegt dann in ein anderes Gebiet, oft viele Kilometer weit, auf der Suche nach einem anderen Männchen, um mit dem im selben Sommer noch schnell ein zweites Gelege zu machen. Es geht auch umgekehrt, dass ein Männchen 2 oder gar 3 Weibchen gleichzeitig versorgt, wenn er genug Höhlen hat und das Mäuseangebot in Massen da ist. Das heißt, es kann jedes Jahr ein ganz anderes System herrschen. Wenig Mäuse, keine Brut. Mittelanzahl an Mäusen, eine monogame Brut. Viele Mäuse, viel Weiberei oder auch Polyandrie. Das heißt, ein Weibchen sucht sich mehrere Männchen und es gibt eine sogenannte Schachtelbrut. Interessant, darum habe ich das hier gegenübergestellt, ist, dass die jungen Raufußkreuze ein völlig anderes Federkleid haben als die Altvögel. Diese schwarze Maske, aus der diese Augen herausleuchten und weiße Gesichtsabzeichen und ein schokobraunes Gefieder sind für die Jungen typisch. Das wird noch vor dem Selbstständigwerden wird das überdeckt von dem normalen Gefieder. Aber solange sie als Ästlinge da rund um das Nest herumsitzen, sind sie als Jungvögel eindeutig gekennzeichnet. Ebenfalls Waldbewohner, aber extrem häufig, oder sehr häufig und weit verbreitet, ist der Waldkauz. Den gibt es bei uns fast überall ausgenommen in baumarmen Gebieten und in sehr großen Seehöhen. Das Ideallebensraum für den Waldkauz wären alte Mischwälder mit hohen Bäumen, speziell Auwälder mit hohen Pappeln können eine extrem hohe Dichte zulassen. Dieser Kauz ist schon sehr viel größer. Wir sehen, der kann gut ein halbes Kilo schwer werden. Er ist auch sehr kräftig und er kann ein reiches Beuteangebot nutzen. Vom Regenwurm über Mistkäfer, hier sehen wir einen halben Frosch im Schnabel, bis hin zu
Schermäusen, Maulwürfen, kann er auch große Vögel wie Drosseln, kann er also einiges überwältigen. Damit ist der Waldkauz weniger stark abhängig von den Bestandsschwankungen der Mäuse. Er kann also in schlechten Jahren auf eine Alternativbeute ausweichen. In guten Jahren frisst er natürlich auch bevorzugt Mäuse. Eine sehr häufige und weit verbreitete Eule. Man sieht in Bayern, es ist praktisch alles besiedelt vom Waldkauz, außer die großen Feldgebiete wie der Gäuboden oder hier das Donautal, wo eben die großen landwirtschaftlichen Flächen sind. Da werden wir ihn nicht finden. Aber selbst in Parkanlagen, Friedhöfen, großen Gärten kann sich der Kauz einnisten. Interessant ist, dass es bei uns verschiedene Farbtypen gibt. Es gibt rostrote Waldkäuze, die heute weiß man, dass die vorwiegend in wärmeren Gebieten vorkommen. Sie sind nicht so kältefest und sie sind aber lebenstüchtig, sie sind aggressiver, schneller in der Reaktion und können sehr effektiv Beute machen. Daneben gibt es graue Phase, die sind kältefest, die sind hauptsächlich in nordischen Bereichen. Sie halten auch strengere Winter aus, wo die roten eingehen, aber sie sind langsam in ihrer Reaktion, dafür langlebiger. Und dann gibt es ausnahmsweise auch sogenannte melanistische, also schwarze Waldkäuze. Sehr selten, aber auch diese Variante kommt vor. Es gibt neue Forschungsprogramme, die zeigen, dass mit dem Klimawandel und steigender Temperaturen die roten Kreuze immer weiter nach Norden gehen, wo bisher die grauen dominiert haben. Kulturfolge heißt, dass der Kauz, wie gesagt, auch in Dörfern ohne weiteres vorkommt, in Parkanlagen, wenn nur ein paar schöne Bäume da sind, eine Allee mit Höhlen etc., Häuser, wo ein stillgelegter Kamin ist, ein Dachboden etc., da kann der Kauz sich überall einnisten. Diese Eule ist vorwiegend monogam. Nur selten gibt es Männchen mit mehreren Weibchen. Berühmt oder bekannt ist, oder also typisch für diese Art ist, dass sie sehr strenge Revier abgrenzt. Wenn ich gesagt habe, der Raufußkauz grenzt nur das Umfeld des Nistkastens oder der Höhle, Bruthöhle ab, so ist es beim Waldkauz ganz anders. Er reagiert sehr aggressiv und lautstark gegen alle Rivalen, hat einen schauerlichen Herbstgesang, mit dem er die Jungvögel aus dem Revier, die selbstständig gewordenen Jungvögel aus dem Revier vertreibt. Er kann überall brüten, wo es einigermaßen geschützt ist, seien es Felshöhlen, Baumhöhlen, Gebäude, Hochsitze, ganz selten auch in offenen Greifvogelhorsten. Hier sehen wir wieder drei Junge, wo der Abstand dem Schlupfabstand entspricht. Das ist der älteste, der mittlere und der jüngste. Ich habe schon gesagt, dass der Habichtskauz ausgestorben war. 1925 ist der letzte Habichtskauz im Böhmerwald abgeschossen worden. Man weiß nicht genau, warum die Art dort verschwunden ist, aber ich habe mich bemüht, über Zuchtprogramme diesen Vogel in der Landschaft wieder zu gewinnen und das ist einigermaßen gelungen. Heute kann man sagen, dass diese stattliche, sehr kräftige und draufgängerische Eule zumindest im Böhmerwald wieder heimisch ist. Es gibt daneben auch Programme im Wienerwald und im Wildnisgebiet Dürnstein, wo die Art sich sehr gut etabliert hat. Typisch wäre für so einen Habichtskauz ein Habitat in alten Mischwäldern, bevorzugt mit Buche in günstigen Standorten. Und da brütet der Vogel entweder in großen Baumhöhlen oder in abgebrochenen Stümpfen. Im Bergwald, aber wie gesagt, nicht in großer Höhe. Dieser Kauz ist sehr potent.
Er heißt im Schwedischen Slagugglan, das heißt so viel wie Schlageule, weil er bei Störungen am Brutplatz ganz massiv zuschlägt, einen direkt auch am Kopf verletzen kann. Eine sehr kräftige Eule, die also draufgängerisch die Brut verteidigt. Das ist hier aus dem Wildnisgebiet eine wunderschöne Aufnahme vom Kollegen Leditznik, wo Nistkästen angeboten wurden und man sieht, das Weibchen kommt mit Beute angeflogen. Diese Vögel sind hier bunt beringt. Genau wie ich es beim Waldkauz erwähnt habe, gibt es auch beim Habichtskauz verschiedene Farbphasen. Die Extreme sind hellgrau und schokobraun. Je weiter man nach Süden geht, desto häufiger sind diese dunklen. Beispielsweise in Slowenien, da hat man etwa 15% schwarze oder dunkelbraune Käuze. Wenn man nach Skandinavien geht, sind die alle grau bis silbergrau. Also ein sehr potenter Vogel, ungefähr 1 Kilo Körpergewicht. Er kann tag- und lichtaktiv sein, damit ist er auch gut zu beobachten. In der Regel eine strenge Monogamie und eine sehr aggressive Abgrenzung eines Revieres. Wie gesagt, der Kauz ist ausgestorben vor ungefähr 100 Jahren und dieses Wiederansiedlungsprogramm läuft hier im Bayerischen Wald, grenzüberschreitend in den Böhmerwald. Es gibt aktuell Versuche auch im Steinwald und Fichtelgebirge, Erzgebirge, Vögel freizusetzen. Den Punkt hier im Alpenraum habe ich nicht verstanden, wo, auf was diese Meldung zurückgeht, weil der Vogel, den gibt es hier bis jetzt nicht. Das ist hier ein Hinweis eben auf dieses Programm in Österreich, die sich da dieses schöne Emblem gemacht haben. Diese Wiederansiedlung läuft ausschließlich mit Vögeln aus der Gefangenschaftszucht. Wir haben hier einen frisch geschlüpften Habichtskauz zusammen mit seinem Ei. Wie gesagt, die größte Eulenart weltweit ist der Uhu. Es gibt neben dem europäischen Uhu, den wir hier sehen, noch den Sibirier. Der ist noch etwas schwerer, aber es gibt dann keine Steigerung mehr. Historisch hat es Rieseneulen gegeben vor der letzten Eiszeit mit Vögeln, die doppelt so groß waren wie der heutige Uhu. Aber die sind, wie gesagt, sehr lokal auf Inseln waren die verbreitet und nicht großräumig. Dieser Vogel, wie gesagt, kann bis zu 2,5 Kilo schwer werden, etwa 70 cm hoch. Interessant, dass diese Eule so anpassungsfähig ist und praktisch überall leben kann, soweit die Eule nicht verfolgt wird. Die Literatur hat noch Mitte des letzten Jahrhunderts angegeben, der Uhu wäre in Deutschland großflächig ausgestorben und nur noch in Bayern, speziell im Altmühltal, hätte sich ein kleiner Bestand von bis zu 50 Paaren gehalten. Daraufhin sind überall Zuchtprogramme und Wiederansiedlungsprogramme gestartet, mit dem Effekt, dass der Uhu heute flächendeckend vorkommt, nicht nur in Bayern, sondern auch in Gebieten wie Schleswig-Holstein, wo von 0 auf 300 Paare aufgebaut wurde, oder in Baden-Württemberg, wo auch von 0 auf ungefähr 200 Paare der Bestand in kürzester Zeit aufgestockt wurde. Das ist zum einen zurückzuführen auf die Wiederansiedlungsprogramme, wo man sehr viele Vögel freigesetzt hat, zum anderen aber auf den sehr viel verbesserten Schutzstatus, denn früher wurden Uhus als Jagdschädlinge massiv verfolgt. Sie wurden auch ausgehorstet für die Hüttenjagd oder einfach geschossen, damit man eine Trophäe sich ausstopfen kann und über den Schreibtisch hängt. Diese Übergriffe sind heute minimal und Uhus gibt es, wie gesagt, flächendeckend. Das ist ganz erstaunlich, weil der Uhu hat ja einen hohen Beutebedarf, aber es gelingt ihm
diesen Bedarf in allen Landschaften zu decken. Im Gebirge fangt er Frösche, Birkhühner, Tannen her und im Tiefland sucht er sich an den Müllkippen Ratten oder freigesetzte Fasanen oder auch einmal ein Haushuhn. Igel habe ich schon erwähnt. Jedenfalls ein Opportunist mit sehr breitem Beutespektrum, der so ziemlich alles verwerten kann. Mit dem Uhu oft verwechselt wird die Waldaueule, sie ist aber nur nicht einmal halb so groß. Wir sehen 300 Gramm, der Uhu also fast 10-mal so schwer. Eine sehr zierliche Eule mit flauschigem Gefieder, leichter Körper, weicher Flügel, habe ich schon erwähnt, lautloser Flug. Ein Kulturfolger, der früher in allen Waldrändern zu Hause war, in den Feldern Mäuse fangt, in kleinen Feldgehölzen brütet, in Baumhecken brütet etc. Aber die Eule ist durch Intensivierung der Landwirtschaft stark zurückgegangen, bis heute eine der am schlechtesten bearbeiteten Eulenarten bei uns. Das liegt daran, dass sie eben sehr unstet vorkommt. In Mäusejahren kann sie in großer Dichte auftreten. Das sind Minimalabstände von besetzten Brutplätzen von 30, 50 Metern schon gefunden worden. Und in mäusearmen Jahren verschwindet sie oder streicht in ganz andere Landschaften herum. Diese Federohren sind natürlich was Lustiges. Die sind nicht zum Hören, sondern sie signalisieren bestimmte Stimmungen und sind vor allem in der Tarnstellung wichtig, wo sich die Eule verstecken will. Die Jungvögel verlassen das Nest. Sie brüten meistens in Elsternnestern oder Krähennestern und sind dann flugunfähig und drohen so imposant mit diesen aufgefächerten Schwingen, um zum Beispiel eine Elster, einen Marder, einen Wiesel oder sonst was einzuschüchtern. Sie können sich ja gar nicht wehren, aber sie können durch dieses Imponieren mit Flügelknappen und Augenklimpern, können sie einen Beutegreifer verdrängen. Die Karte zeigt, dass die Eule überall vorkommt. Das täuscht aber insofern, als die Bestände eben ganz massiv schwanken. Wir sehen ja hier fast 2700 Unterschied. Das heißt, es gibt eben Jahre, wo sie selten ist und Jahre, wo sie sehr häufig ist. Und darum sind diese Schätzwerte sehr grob. Ich sage, nach meiner Auffassung sollte diese Eule nicht Waldohreule heißen, sondern besser Waldrandohreule, weil sie im Inneren von Wäldern nicht vorkommt oder nur selten jagt. Im Wesentlichen ist sie eine Eule, die auf den Bäumen brütet, direkt angrenzend an die Feldflur, an Kahlschläge, an Moore, wo sie eben in der offenen Landschaft Mäuse fangen kann. Wie gesagt, die Brut meistens in offenen Horsten von Elstern, Krähen, auch kleinen Greifvögeln. Und das ist ihr Verhängnis gewesen. Denn früher haben die Jäger einfach alles, was Krähennester ist, von unten ausgeschossen, hat man das genannt. Um Krähen oder Elstern zu dezimieren, hat man einfach von unten mit Schrott in alle Nester hineingeschossen. Und ich erinnere mich sehr genau, wie ich rund um den Neusiedlersee Waldaueulen beringt habe und in den Nestern dann die toten Vögel gefunden haben, die dann mumifiziert drinnen gelegen sind. Da haben die Jäger überhaupt nicht geschaut, was da überhaupt drinnen ist. Überall dort, wo die Krähen massiv bekämpft werden, kann es zum Brutplatzmangel kommen. Da lohnt es sich, Körbchen oder irgendwelche Kunsthorste aufzuhängen. Die Eulen nehmen die gerne in Besitz. Entfernt verwandt mit der Waldaueule ist die Sumpfohreule. Sie heißt im Englischen Short-Eared Owl, weil sie eben zwar Öhrchen hat, aber die ganz winzig sind. Charakteristisch für diesen Vogel
Darum habe ich auch dieses unscharfe Bild genommen, weil es hier schön zur Geltung kommt, ist die sogenannte Räubermaske. Da kann man sie leicht von der Waldeule unterscheiden. Diese schwarz eingefassten Augen, kurzen Ohren und ein stark längs gestreiftes Gefieder. Die Sumpfeule war früher ein Allerweltsvogel, der in allen offenen Landschaften brüten konnte, sei es Kartoffelacker, Schilf, Feuchtwiese oder Kahlschlag. Aber mit der Meliorierung der Moore und dem Verlust an Lebensräumen ist diese Eule heute extrem selten. In Bayern gilt sie sogar als verschollen. Das habe ich hier rot herausgestrichen. Das heißt, alle diese Punkte sind zwar Beobachtungsorte, aber kein Brutvorkommen aktuell in Bayern, obwohl es früher in den Mooren, vor allem im Voralpenland, Sumpfeulenbruten gegeben hat. In extremen Mäusejahren können dennoch Eulen auch dort auftauchen, wo sie bisher verschwunden sind. Zum Beispiel vor 2 Jahren war so ein Mäusejahr, wo in Niederösterreich über 100 Bruten geschätzt wurden der Sumpfeule, wo die Jahre vorher überhaupt keine Eule beobachtet werden konnte. Diese Eule macht wunderschöne Schaubalz. Sie ist nämlich teilweise lichtaktiv. Das heißt, auch tagsüber fliegt diese Eule herum, zeigt diese schönen hellen Flügelunterseite durch mit ruhigen, ausholenden Flügelschlag. Sie steilt hoch auf und lässt sich dann im Sturzflug fallen, klatscht mit den Flügeln unter dem Bauch. Das klingt dann ungefähr so. Das ist also eine ganz aufregende Sache, die nur von dieser Eule bekannt ist. Ein typischerweise Bodenbrut. Und hier eine Besonderheit, dass es Fälle gibt, wo die Beobachter behaupten, die Eule hätte sogar ein Nest gebaut. Das macht nämlich sonst überhaupt keine Eule. Nur die Kaninchen-Eule tragt ein bisschen was zusammen. Aber angeblich kann die Sumpfeule, vor allem in nassen Gebieten, Schilfhalme oder Grashalme auslegen, damit der Boden trockener wird. Eine monogame Verbindung, ein Invasionsvogel, das heißt, bei Mäusegradationen taucht sie auf und sonst fehlt sie. Und wenn es viele Mäuse gibt, dann werden auch maximal viele Eier gelegt. Hier habe ich Ausnahmen, Nestbau mit Halmen. Im Bodennest ist diese Eule extrem gefährdet. Ich erinnere mich mit Entsetzen, wie ich auf der Parndorfer Platte ein Eulennest gefunden habe mit Jungen, die noch gelebt haben, aber alle keine Beine mehr gehabt haben, weil sie vom Kreiselmäher ausgemäht worden sind. Das ist natürlich eine schaurige Erfahrung und Bodenbrüter sind hier ganz extrem gefährdet. Und das ist mit ein Grund, warum die Sumpfeule bei uns so hochgradig bedroht ist. Die zarteste aller Eulchen, die wir haben, die ausschließlich auf wenigen Punkten in Bayern vorkommt, ist die Zwergeule. Sie kommt eigentlich aus dem Mittelmeerraum, ist ein echter Zugvogel und sie nutzt nur klimatisch besonders günstige Areale, wie zum Beispiel Maintal oder das Umfeld vom Chiemsee, ist sie auch schon gefunden worden. Eine rein nachtaktive Eule, die sich mit ihrem Tarnkleid wunderbar verstecken kann, sodass man zwar ihren Gesang hört, aber sie die Eule nur in den seltensten Fällen sieht. Eine ruhende Eule stellt diese kleinen Federohren auf. Eine aktive Zwergeule legt die Ohren nieder. Da gibt es oft Bestimmungsverwechslungen, weil man sagt, das kann ja keine Zwergeule sein, wenn sie keine Ohren hat. Aber tatsächlich legt die Eule diese Federohren einfach nieder. Das ist eine zarte Form mit sehr feinen Zehen. Die kann natürlich keine schweren Beutetiere fangen. Sie fängt Heuschrecken, Nachtfalter, geht gerne zu Laternen, wo Schmetterlinge in der Nacht herumgeistern, um die zu fangen. Es gibt hier
wie gesagt, wenige Punkte, vor allem im Voralpenland, wo in Bayern diese Eule brütet. Aber in Österreich schon gibt es zwei Kolonien, die konstant da sind, in der Steiermark und im Burgenland, eine dritte in Kärnten, wo die Zwergereulen eben aus dem Mittelmeerraum kommen und wo die Vogelschützer ganz gezielte Programme mit Obstbaumpflanzungen, Nistkastenangeboten etc. und Biotopschutz zum Sicherung des Heuschreckenangebots etc. betreiben, mit sehr gutem Erfolg. Es ist also ein reiner Kulturfolger, der kommt nirgends in Wäldern vor, sondern nur in der offenen, warmen Landschaft. Nun ganz anders der Steinkauz, da geht zwar auch ein Kulturfolger, aber das ist ein derber, kompakter Vogel, 200 Gramm, ne, der ist klein, aber dafür ist er eigentlich sehr schwer, sehr draufgängerisch, sehr lebhaft, kann auch sowohl nachtaktiv als auch tagaktiv sein. Das ist ja das Lustige, dass die tagaktiven Eulen viele Merkmale, die für Eulen typisch sind, zurückgebaut haben. Also der Schleier ist nicht mehr so toll, die Federkante, auf die verzichten sie, das weiche Gefieder haben sie auch aufgegeben. Kulturfolger heißt, er kann in Parkanlagen, in Streuobstwiesen, in Dörfern brüten, sofern dort einigermaßen Schlamperei herrscht. Jetzt nenne ich das einmal so, denn sie wollen natürlich keine aufgeräumte Landschaft. Sie brauchen, was ich, so Schuppen, wo vielleicht ein paar alte Karren oder ein Traktor abgestellt ist, wo vielleicht Heuballen gelagert sind und ein paar Mäuse sich darunter verstecken. Also da, wo die Ordnung nicht an erster Stelle steht, da fühlt sich der Steinkauz wohl. Wir sehen hier, dass er, weil er eben doch klimatisch anspruchsvoll ist, nur in diesen wärmsten Gebieten von Bayern vorkommt. Aber er ist insgesamt im Rückgang. Für Bayern 200 Paare, das ist unglaublich wenig. Man muss sich vorstellen, der Hauptbestand in Deutschland ist im Rheinland. Nordrhein-Westfalen hat mehrere tausend Paare und hat sozusagen den Schwerpunktbestand an Steinkreuzen bei uns in Deutschland. Diese Vögel leben in monogamer Dauerehe, das heißt, die Paarpartner bleiben beisammen. Sie grenzen sehr streng ein Revier ab. Sie können Rivalen so bekämpfen, täuscht hier dieses süßliche Bild, denn tatsächlich sind sie gegenüber Artgenossen sehr ruppig und können durchaus einen Rivalen auch umbringen. Sehr lautstark, vor allem wenn Katzen oder Marder unterwegs sind, dann schreien sie laut dieses Kiauk, Kiauk, Kiauk. Sehr durchdringend. Es gibt unglaublich viele Schutzprogramme in Deutschland. Ganze Vereine kümmern sich nur um den Bau von Nistkästen. Ich war das letzte Wochenende in der Lüneburger Heide, wo auch sehr viele die neuesten Modelle an Steinkauz-Nistkästen vorgestellt wurden, mit Marderabwehr und weiß ich was. Also da düfteln die Liebhaber herum. Es gibt keine Eulenart, wo so viel gebastelt wird wie für den Steinkauz. Weil eben es kaum noch hohle Obstbäume gibt oder hohle Alleebäume, darum ist fast die gesamte Population in Nistkästen. Und da muss man natürlich schauen, dass diese Nistkästen nicht zur Falle werden, weil der Marder oder ein Elster oder ein Siebenschläfer oder sonst wer die Jungen dann ausräumt. Ganz zum Schluss eine Eule, die völlig aus dem Rahmen fällt. Sie ist auch mit den anderen Eulen nicht direkt verwandt, also nur entfernt verwandt. Es gibt ja bei der Systematik der Eulen eine ganz scharfe Trennung zwischen den Schleiereulenartigen. Das ist die älteste, also vom Stammbaum her gesehen, die älteste Gruppe. Und alle anderen Eulen haben sich später eben abgezweigt. Diese Eule unterscheidet sich in vielen Dingen von beispielsweise Uhu oder Waldkauz. Kennzeichnend ist natürlich dieser herrliche
herzförmigen Schleier, der den Namen gibt, dunkle, relativ kleine Augen, aber die Eule kann das kompensieren, indem sie extrem gutes Gehör hat, auch Asymmetrie mit sehr komplizierten Falten. Es gibt eine östliche Population, die vorwiegend rostrot ist oder beigebraun, und es gibt eine westliche oder südliche Population, die fast schneeweiß ist. Und bei uns ist ein Mischgebiet, sodass man hier in Mitteleuropa Paare finden kann, wo braune und weiße Eulen miteinander brüten. Das Gefieder ist seidenweich von einer völlig anderen Struktur als bei den anderen Eulen. Wir sehen hier eine Diskrepanz. Auf der einen Seite rote Liste gefährdet, andererseits sehen wir so viele Vorkommenspunkte. Das liegt daran, dass diese Eulen in ihrem Bestand stark schwanken. Sie sind ursprünglich zu Hause in Steppengebieten in Nordafrika oder in Asien und bei uns in der Kulturlandschaft können sie sehr gut leben, aber sie sind an unsere Winter nicht angepasst. Schleiereulen können kein Körperfett aufbauen, sie haben keine Reserven in strengen Wintern, verhungern sie sehr schnell. Und deshalb gibt es diese großen Schwankungen. Nach einem schneereichen Winter kann der Schleiereulenbestand auf 10-20% zusammenschrumpfen. Und erst wenn es dann wieder günstige Jahre mit vielen Mäusen gibt, dann wird es wieder neu aufgebaut. Das heißt, bei hoher Dichte Schachtelbruten. Das heißt, die Weibchen verlassen die erste Brut, wenn die Jungen halbwüchsig sind, und machen gleich eine zweite Brut an einem anderen Brutplatz, mit demselben Männchen oder auch mit einem anderen Männchen. Im Extremfall können sie sogar drei Bruten in einem Jahr machen, damit sie also die maximale Anzahl von Jungen aufziehen. Und das brauchen sie, wie gesagt, weil es in kalten Wintern zu Massensterben kommt. Diese Eule ist wirklich rein nachtaktiv. Nur wenn sie sehr hungrig ist, gibt es Jagdflüge bei Tag. Sie brüten in Scheunen, in Kirchtürmen, in Gemäuer. Wie gesagt, heute die meisten Populationen in gut bewachten und beaufsichtigten Nistkästen. Völlig aus dem Rahmen ist die Gefiederentwicklung, also ganz anders als bei den restlichen Eulen. Die jungen Schleiereulen, die kriegen ein weiß-flauschiges Dunenkleid. Das wird sehr lang und deckt den ganzen Körper zu. Und unter diesem Dunenkleid entwickeln sich dann die fertigen Federn, sodass die Eule sich dann sozusagen rupft oder schüttelt und plötzlich steht sie im fertigen Gefiederkleid da. Das haben andere Eulen nicht. Natürlich mache ich keinen Eulenvortrag ohne Selbstwerbung. Ich habe ja letztes Jahr die dritte Auflage von dem großen Eulenbuch aus dem Kosmos Verlag fertigstellen können. Das war berechtigt, diese Neuauflage, weil es so viele neue Techniken und so viele neue Ergebnisse gegeben hat. Noch nie hat es so viele telemetrierte Eulen gegeben, so viele Langzeitprogramme, wo Hochschulinstitute daran beteiligt sind. Ich erwähne zum Beispiel Finnland mit einem Raufußkartsprogramm, das seit 40 Jahren in Kontinuität geführt wird. Ganz hervorragende Bilder und Ergebnisse liefern diese automatischen Kameras, die ja auch mit Infrarot arbeiten, das heißt auch bei völliger Dunkelheit kann man Beuteübergaben, Jungenentwicklung, Paarungen, Feindabwehr, alles das wunderbar verfolgen. Insofern war es gerechtfertigt, dieses Buch komplett neu zu überarbeiten. Ich möchte es kurz mit einem Abriss zum Artenschutz das abschließen. Wie gesagt, Uhus sind früher massiv verfolgt worden. Zum Glück gibt es illegale Abschüsse heute nicht mehr in dem Maße. Aber nach wie vor gibt es Leute, die glauben, dass man Giftköder auslegen muss oder sonst wie diese Tiere verfolgen muss. Früher war das Aushorsten von Uhus für die Hüttenjagd
ein großer Faktor. Die U sind regelrecht gehandelt worden, die Jungen. Das ist hier eine Grafik, die zeigt, wie so eine Hüttenjagd funktioniert. Der U wird auf einer sogenannten Jule, auf so einem Ast, festgebunden mit einer Schnur und frei, ohne Deckung, ins Feld gesetzt, damit er Greifvögel, Krähen etc. anlockt, die jetzt auf ihn hassen. Und dann sitzt der Jäger in der Hütte, darum heißt es Hüttenjagd, im Versteck und kann so die Greifvögel und Krähen bequem abschießen. Aber diese Hüttenjagd ist zum Glück im Aussterben. Aber eine neue Gefährdung, mit der niemand gerechnet hat, ist der Harry Potter-Effekt, nennen Sie es so. Nach diesem Film, Fantasiefilm von Harry Potter, der eine Schneeeule hat, die ihm die Briefe zuträgt, wollten plötzlich alle Kinder Schneeeulen haben und die Artenschützer haben geklagt, dass der Handel mit jungen Eulen ganz massiv zugenommen hat, obwohl die Leute ja gar nicht wissen, wie man so eine Eule überhaupt unterbringt und wie man sie versorgt. Im Internet gibt es Bilder, beispielsweise aus Japan, wo direkt neben dem Kinderbett ein Papageienkäfig ist mit einer Schneeeule drin, weil Kinder brauchen eine Schneeeule. Die Eulen überleben das ganz sicher nicht einmal ein halbes Jahr. Natürlich gibt es auch Trophäensammler. Das ist der erste Habichtskatz, den ich in meinem Leben gesehen habe, ausgestopft in der Steiermark in einem Schuhgeschäft. Aber in dem Fall war es kein Abschuss, sondern ein Todfund im Winter. Während solche Jungeulen werden heute im Handel in großer Stückzahl über die ganze Welt geschickt. In unserer Landschaft sind natürlich die anthropogenen Strukturen ein großes Risiko für die Eulen, seien es Drähte, Stromkabel, Autoverkehr. Hier gibt es nach wie vor viele Unfälle. Es gibt natürlich Versuche, Strommasten zu sichern, damit Uhus, die sich draufsetzen, nicht durch Stromtod zu Tode kommen, durch Stromschlag zu Tode kommen. Aber es gibt immer noch genug große Fenster etc., Lichtleitungen, die den Vögeln zur Gefahr werden können. Hier haben wir so einen Strommasten, wo ein Uhu verbrannt ist und dann oben festgehängt. Wir wissen heute noch nicht, was die Windräder in Zukunft bringen. Bayern hat ja noch nicht viele, aber es sollen ja jetzt jedes Jahr 500 Räder aufgestellt werden. Vom Uhu weiß man, dass er entweder drunter oder drüber fliegt. Aber das ist natürlich keine Garantie, dass nicht der eine oder andere in die Räder kommt. Ein riesiges Problem ist Vergiftung. Nicht, weil man die Eulen vergiften will, sondern Sekundärvergiftung. Das heißt, überall da, wo Gift ausgelegt wird, vor allem für Ratten oder auch für Wühlmäuse, beispielsweise in einer Aufforstung oder in einem Feld oder in Baumschulen wird viel Mäusegift ausgelegt, da kann es passieren, dass die Eulen die vergifteten oder durch Gift zu Tode gekommenen Mäuse aufnehmen und dann selbst sterben oder zumindest stark geschwächt sind. Man nennt sowas subletal. Also sie sind nicht gleich tot, aber sie sind auch nicht lebendig. Man kann den Eulen natürlich helfen. Das Standard ist heute Kunsthöhlen, beispielsweise dieser hohle Stamm für den Rafuskarz. Ich habe schon erwähnt, dass man den Waldeulen Körbchen machen kann. Man kann Nistkästen oder Mauernischen für Schleiereulen aufrichten. Hier gibt es sehr gute Literatur nach Anleitungen von der AG Eulen beispielsweise oder von der Eulengruppe im NABU, vom LBV etc. BirdLife. Also da ist das Internet sehr praktisch, weil man da auch die Baukästen herausholen kann. Langfristig ist es natürlich wichtiger, dass man die Lebensräume schützt und die natürlichen Brutplätze, was zum Teil natürlich sehr aufwendig ist, weil ein Habichtskatz, der solche riesige Baumhöhlen braucht, ist nicht so ohne weiteres zu befriedigen. Da muss ich alte Bäume, Bruchstämme erhalten. Schwarzspechthöhlen muss ich schützen, Spechthöhlen für den
für den Sperlingskauz etc. Das heißt, je naturnäher die Wälder sind, je älter die Bäume werden, desto größer ist die Chance, dass die Eulen natürliche Höhlen vorfinden. Erschütternd ist, dass bei der Bewertung der Gefährdung die Kulturfolger, also alle diese Arten, die sich in unserer Kulturlandschaft eingenischt haben, dass die am schlechtesten wegkommen. Die waldbewohnenden Eulen kommen irgendwie zurecht. Aber die Kulturfolger wie die Waldeulen, die haben halt Probleme, wenn es zu wenig Horste gibt. Die Schleiereulen haben Probleme, wenn überall Sauberkeit herrscht und die Häuser so renoviert werden, dass sie auch in die Scheune nicht mehr hinein können. Wenn Kirchtürme vergittert werden, dann verlieren die Eulen natürlich ganz massiv an Brutmöglichkeiten. Positiv ist umgekehrt, dass viele Eulen sich sogar in den Städten wohlfühlen. Es gibt zunehmend Uhus, die auf Kirchtürmen, in Burganlagen, auf Hochhäusern brüten. Das ist ganz erstaunlich. Man kann regelrecht von einer Verstädterung der Uhus sprechen. Der NABU hat diese nette Plakette entwickelt. Die kann sich jeder an sein Haus nageln, oder um zu demonstrieren: Wir tun hier was für Eulen. Wir öffnen die Dachluken für die Schleiereulen. Wir hängen Nistkästen auf für den Steinkauz. Und wir lassen auch im Winter die Scheune offen, damit bei strengen Bedingungen die Eulen drinnen vielleicht eine Maus fangen können. Sehr interessant ist, dass, wie schon erwähnt, die Wiederansiedlungsvorhaben so erfolgreich waren. Übrigens hier ein Foto vom Herrn Hillerich, das bemerkenswert ist. Hier liegen im Uhu-Horst 4 junge Füchse. Das ist also eine Beute, mit der man nicht ohne weiteres rechnet. In Schleswig-Holstein hat man von null angefangen. Im neuen Jahr 1980 hat man die ersten Jungvögel freigelassen. Man sieht, 1985 haben bereits die ersten Vögel draußen gebrütet und heute haben wir einen Bestand von rund 150, vielleicht sogar 200 Uhus aus dem Nichts heraus, nur durch Freilassung von Vögeln, die in Gefangenschaft gezüchtet worden sind. Aber auch da, wo man nichts freigelassen hat, aber die Brutplätze in den Felsen gesichert hat, wie in Baden-Württemberg, hat der Uhu-Bestand rasant zugenommen. Wir sehen hier auch 100, 130, 140 Paare in Baden-Württemberg, nur aufgrund verbesserter Schutzmaßnahmen. Wenn man die rote Liste heute anschaut, dann ist es eigentlich ein unglaublicher Erfolgsdokumentation. Noch vor 10 Jahren sind überall bei den waldbewohnenden Eulen, wo ist jetzt mein Cursor, da Sperlingskauz, Rafuskauz, Sperlingskauz, Rafuskauz beispielsweise gestanden, gefährdet. Zwergereule hochgradig gefährdet, Steinkauz gefährdet, Waldeule gefährdet, Sumpfeule, Uhu gefährdet. Heute schaut es ganz anders aus. Heute weiß man, dass Sperlingskauz und Rafuskauz in großen und gesunden Populationen vorkommen, sind nicht gefährdet. Waldkauz sowieso nicht. Uhu, flächendeckend, ist nicht mehr gefährdet. Waldeule gilt hier als nicht gefährdet. Aber, wie gesagt, die Kulturfolger, wie der Steinkauz und die Schleiereule, die sind gefährdet. Das ist Nummer 3. Schaut mal das Ganze in größerem Maßstab an, für ganz Europa, ist überhaupt keine Art gefährdet. Low Concern, LC heißt Low Concern, also nicht besorgniserregend könnte man das übersetzen, bei allen Arten, weil Europa so groß ist, dass im Mittelmeerraum Steinkreuze in Masse vorkommen und Zwergereulen und in Skandinavien ausreichend viele Habichtskreuze. In Irland oder auch in Skandinavien ausreichend viele Sumpfeulen. Das ist eigentlich hocherfreulich, weil das hier eine sehr positive Entwicklung widerspiegelt. Alle Schutzmaßnahmen hin oder her, wir müssen uns klar sein, die wirksamste Maßnahme ist zweifellos zur Artensicherung, Information, Umweltbildung, inklusive einer Emotionalisierung, damit man auch
die Jugend und jungen Leute schon für den Eulenschutz begeistern kann. Das ist eine Aufnahme von dem internationalen Eulenfestival in Houston. Da ist ein internationales Eulinstitut, das sich da riesig engagiert. Und so Disney-mäßig läuft da ein verkleideter Bursch mit dieser Eulenmaske herum. Und die Kinder kriegen Pizza in Eulenform und Kuchen in Eulenform und alles in Eulenform. Das heißt, man will hier eben die Eule publik machen und die altüberlieferten Ängste für alle mal abbauen. Die Eulen brauchen Freunde und sie haben auch Freunde. Wir wollen sie jedenfalls nicht im Regen stehen lassen. Und damit bin ich am Ende von dieser Präsentation. Ach, vielen Dank, Wolfgang, für diesen unglaublich fundierten, spannenden und kenntnisreichen Vortrag. Damit beende ich jetzt auch hier die Aufzeichnung.